einstellen. Und wenn jemand nicht damit einverstanden ist, dann muss er die Sitzung verlassen. Wenn jemand Fragen stellen will und nicht erkannt werden will, der kann sich gerne irgendwie unkenntlich machen. Aber wie gesagt, oder halt eben die Kamera ausschalten, das ginge zur Not auch noch. Und ich bitte darum, keine bei Fragen oder irgendwelchen Diskussionen keine Firmennamen zu nennen. Я, мы уже поприветствовали вас. Большое спасибо. Большое спасибо Майку, ну и моему, так сказать, моей малой персоне. Значит, я хочу предупредить вас, что у нас сегодня ведется видеозапись этой конференции, и кто с этим не согласен или боится, что его узнают, пожалуйста, выключите камеру или выйдите из чата. Если вы не хотите, чтобы вас узнали, тоже выключайте камеру, когда вы будете задавать вопросы, или сделайте так, чтобы вас невозможно было узнать. А также мы сегодня не будем называть названий фирм. Ich denke, das ist sinnvoll, wenn ich vorab mal einen kurzen Bericht abgebe, was jetzt Stand der Dinge ist. Wir haben ja Erfassungsbögen und so im Internet. Я хочу сначала сделать небольшой отчет, что мы проводим, собираем статистику в интернет. Ich habe ungefähr 100 E-Mails bekommen, also beziehungsweise 100 E-Mails über den Erfassungsbogen, 20 weitere E-Mails mit Fragen und Anmerkungen und über den YouTube-Kanal. Я получил более 100 мейлов с ответами на вопросы нашего вот этого опросника, который мы разослали вам, а также где-то 20 мейлов с описанием ситуации и дополнительными сведениями, а также реакции по YouTube. Also ich habe jetzt etwa Kontakt zu 120 Leuten. Ich habe allerdings nur von 4 bis 5 Leuten in größeren Umfang Unterlagen bekommen, wie Verträge und Frachtbriefe. Сейчас я связался уже со 120 человеками, но только 4 или 5 человек прислали мне настоящие документы, например, договора и так далее. И визы, да, были? Визум, haben Sie gesagt, Andreas? Letztes Wort war Visum. Was haben Sie, Unterlagen, Verträge, oder? Ja, Verträge oder Frachtbriefe. Или накладные. Договора или накладные. Gut. Ja, ich denke, es haben einige Fahrer jetzt Fragen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Fahrer jetzt sich jetzt eingeklinkt haben. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich nochmal was zu denen sage, zu den. Also ich glaube, was die allermeisten wohl interessiert, ist der Stand, wie das mit Forderungen oder Schadensersatz gegen die Unternehmen aussieht. Я думаю, что у водителей есть вопросы, и мы на них, конечно же, ответим, но я думаю, что самое оптимальное было бы, больше всего смысла имеет, что мы поговорим об интересе возмещение компенсации компенсации ущерба, который вы потерпели. Also, wenn die Leute einverstanden sind, denke ich, würde ich einfach kurz ein Feedback geben, was jetzt bei der Auswertung der Fragebögen rausgekommen ist und welche Ansätze man für Schadensersatz mit den Anwälten schon besprochen, was man da für Schadensersatzforderungen sieht. Я думаю, что сначала нам нужно обсудить результаты вот этого опроса, полученных ответов. И я бы хотел сказать, что нам уже удалось обсудить с адвокатами, что мы можем действительно получить как компенсацию за понесенную ущерб. Gut, dann werde ich das mal kurz beschreiben. Когда я опишу. Ja, ich werde das jetzt ein bisschen kleiner, kürzer die Sätze oder die Redebeiträge machen, damit Sie besser übersetzen können. Ja. Он будет короткими предложениями говорить, чтобы мне было легче переводить.
Also wir haben die Fragebögen und Unterlagen studiert und wir sind der Meinung, dass die meisten Firmen illegal arbeiten. Мы просмотрели и изучили все ответы в этих опросниках и пришли к выводу, что большинство фирм работает нелегально. Wir haben Fahrer jetzt Folgendes berichtet. Значит, большинство водителей рассказывают следующее. Dass die Fahrer Verträge unterschreiben müssen, ohne die Sprache überhaupt zu verstehen. То, что водители подписывают договора, не понимая языка, на котором они написаны. Obwohl fast alle Fahrer Ausländer sind, gibt es offensichtlich keine Übersetzung für die Verträge. Несмотря на то, что большинство водителей иностранцы, переводов договора не существует. Niemand sagt dem Fahrer, was in dem Vertrag steht. Никто не говорит водителю, что действительно написано в договоре. Die Fahrer bekommen oft in oder in der Regel in westeuropäischen Ländern keinen, nicht den Mindestlohn. В неевропейских государствах водители получают в основном зарплату, которая ниже минимальной. Die Firmen ziehen dem Fahrer einfach Geld ab, ohne dass der Fahrer einverstanden ist. Фирмы удерживают из зарплаты водителя определенные суммы без согласования этого с ним. Die Firmen verlangen von dem Fahrer, dass der Fahrer eine Erklärung unterschreibt, dass er mit den Lohnkürzungen einverstanden ist. Фирмы требуют от водителей подписывать заявление о том, что они согласны с урезанием зарплаты или сокращением зарплаты. Wenn ein Fahrer sich weigert, wird er unter Druck gesetzt. Man sagt, man sagt ihm zum Beispiel, если водитель отказывается делать это, то на него производится давление. Ему говорят, например, dass er zum Beispiel dann sein Geld nicht bekommt, что он, например, не получит денег, dass man ihn kündigt, что его уволят, dass man dafür sorgt, dass der Fahrer auch bei anderen Firmen keinen Job mehr bekommt. И что фирма позаботится о том, что он нигде больше бы не получил работу. Außerdem, manche Fahrer bekommen verschiedene Verträge. Dabei sind einige Verträge zum Beispiel dazu da, bei Kontrollen in Deutschland die Polizei zu täuschen. Водители получают на руки несколько договоров, и многие из этих договоров служат только для того, чтобы показывать их полиции здесь на дорогах в Германии и как бы обманывать ее. Außerdem sogenannte Personalserviceunternehmen, also das muss man in Anführungszeichen sehen, und Speditionen verkaufen den Fahrer oft Berufskraftfahrergenehmigungen, also den Code 95 oder die Weiterbildungen. Далее хотим, можно, нужно сказать о поставщиках рабочей силы, предприятиях, которые поставляют рабочие силы и которые продают водителям такие права, например, код 95 или такие документы, как код 95. Ohne dass der Fahrer überhaupt eine Schulung gemacht hat. Но водитель никогда не проходил обучение на эту квалификацию. Fahrer werden dazu gezwungen, die Lenkzeit zu überschreiten oder bekommen gefälschte Hotelrechnungen, um die Ruhezeit nachzuweisen. Водителей заставляют, значит, нарушать режим труда и отдыха, превышая время в пути, и дают им ложные счета в гостиницах, чтобы подтвердить то, что они отдыхали. Also ich könnte das jetzt noch eine ganze Zeit fortsetzen, aber das waren also die wichtigsten Sachen. Я могу продолжать все дальше и дальше, но это самые главные пункты. Um das nochmal klarzustellen, also nicht jede Firma macht all das, was ich jetzt aufgezählt habe, aber viele Firmen machen zumindest also einiges, oder eigentlich alle Firmen machen zumindest einige dieser Taten. Я хочу сказать сразу, что не все фирмы делают это, но многие фирмы делают что-то из этого или какую-то часть из тех вещей, которые я назвал. Gut, also um das zusammenfassend zu sagen, das ist also absolut asozial und kriminell, diese Machenschaften. Я бы хотел сказать, что такая деятельность, она асоциальная и криминальная даже. Und das braucht sich kein Fahrer gefallen lassen. Никто из водителей не должен это терпеть. Und
so ein Verhalten löst auch Schadensersatzansprüche aus, grundsätzlich. И такое поведение со стороны фирмы, оно уже подразумевает, что ущерб водителям должен быть возмещен. Also, wenn sich die Firma nicht an Gesetze hält und dem Fahrer dadurch Schaden entsteht, oder wenn sie sich nicht an Verträge hält und Geld abzieht, dann hat der Fahrer eben einen Anspruch auf Gelderstattung, auf Schadensersatz. Если фирма не придерживается согласованного в договорах или не выполняет и не следует законам, то у водителей есть право потребовать возмещения ущерба, нанесенного им. Gut, aber den Schaden, also den Anspruch hat man, aber den Schaden, die Höhe von dem Schaden muss man natürlich genau nachweisen. Конечно, у нас есть право получить, то есть возмещение этого ущерба, но нужно посчитать этот ущерб и подтвердить сумму. Man muss somit nachweisen können, natürlich, wie lange man gearbeitet hat, jeden einzelnen Tag, und wo man, in welchem Land man zum Beispiel gearbeitet hat, weil das würde wieder den Hinweis auf den Mindestlohn geben. Also das muss man alles nachweisen. Надо подтвердить, где и сколько вы работали каждый день и в какой стране вы работали, потому что в этих странах есть предписание по минимальной зарплате. Also die Rechtslage ist soweit eigentlich klar, aber die Frage ist immer, ob der Fahrer das nachweisen kann. Wenn er es nachweisen kann, bekommt er auch Schadensersatz. То есть правовая ситуация, она, в общем-то, очень ясная и простая, но речь идет о том, может ли водитель доказать эти случаи злоупотребления для того, чтобы получить возмещение ущерба. Das Problem, dass wir haben momentan 96% der Fahrer keine Unterlagen geschickt. Ich vermute, die meisten Fahrer haben eben keine Unterlagen, keine Frachtbriefe und sowas aus den letzten Monaten oder gar Jahren. Я подозреваю, что у многих водителей нет никаких документов и нет накладных за последние годы, за последние месяцы или даже годы. Und das ist sicher ein Stück weit ein Problem, aber ich komme dann nachher noch drauf, was wir da machen können. Ich möchte jetzt noch mal eine Anmerkung machen zum Gesetz. Это, конечно же, создает проблему, но мы можем посмотреть, что мы можем сделать в этом случае. Но я хочу сейчас зачитать текст закона. Ihr seid als Fahrer nicht wehrlos. Grundsätzlich ist das Gesetz eine gute Waffe. Вы как водители не беззащитны. Закон является хорошим оружием. Wir reden hier vom europäischen, also vom Gesetz der Europäischen Union. Мы говорим сейчас о законе Европейского Союза. Und das Gesetz ist ein starkes Gesetz und es ist ein Gesetz, aber das ist typisch für Gesetze. Gesetze sind wie ein Revolver. Этот закон, он очень имеет большую силу. Это типично для всех законов, но он здесь как револьвер. Also man braucht eben außer dem Revolver, also außer dem Gesetz, braucht man Munition und ja, genau, erstmal. Кроме револьвера нам нужны патроны. И патроны. Und die Patronen, das sind eben die Beweise. Это, конечно, доказательства. Und letztendlich braucht man eben den Mut, auch den Revolver abzufeuern. И, конечно же, нам нужна смелость, чтобы выстрелить. So, das war jetzt erstmal mein Statement, das erste Statement, was ich dazu abgeben kann. Vielleicht gibt es jetzt Fragen aus der Runde. Ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen, die ich danach sagen wollte, aber ich würde mal in die Runde fragen, was es jetzt für Rückmeldungen gibt. Это, конечно же, то, что я хотел сказать с моей стороны сначала. Я понимаю, я скажу еще потом пару других вещей, но я думаю, что будут вопросы из группы собравшихся, и я прошу задавать вопросы. Andreas, danke dir. Ich werde jetzt langsam einen nach dem anderen, der halt anhebt, freischalten. Andreas, okay. Спасибо, Andreas. Я буду сейчас включать того, кто поднимает руку. Der erste, der Hand gehoben hat, war der Anton. Первым был Антон, кто поднял руку.
Антон, здравствуйте. Проверяем ваш микрофон. Я поставил вам разрешение. Антон, guten Tag. Wir kontrollieren jetzt in Ihr Mikro. Ich habe für Sie eine Erlaubnis erteilt. Und ich habe Sie freigeschaltet. Антон? Okay, Антон ist jetzt irgendwie kommt nicht rein. Gut, jetzt kann da dann... Антон не может включиться. Jetzt kommt als nächstes Dimitri. Dimitri. Ich lasse Sie jetzt sprechen. Dimitri, вы можете говорить. Добрый день. Guten Tag. Меня зовут Дмитрий. Mein Name ist Dmitri. Я вам высылал документы. Показывали по литовскому телевидению в новостях, там, где я выступал против своей компании, но как бы компания была, ну, не афишировалась, но я делал заявление. Я до сих пор не рассчитан, отработал, грубо говоря, месяц, снялся с каденции, и у меня к вам вопрос такой. Я обращался в Швейцарии и в Германии к полиции. То, что меня насильно удерживают на работе без выплаты заработной платы. На что от полицейских услышал и в Швейцарии, и в Германии. Сказали, мы не будем заниматься этим вопросом, вам нужно обращаться в Литву. Подскажите, пожалуйста, у меня сейчас коллеги, на данный момент есть 10 коллег, которые хотели бы сняться с работы, но фирма их не снимает и угрожает, если они не будут дальше работать, машина не будет ездить, то им выставят счет за компенсацию. Ребята уже работают 5-6 месяцев. Guten Tag, ich heiße Dimitri. Ich habe Ihnen die Unterlagen geschickt und ich habe auch im litauischen Fernsehen gesprochen über den Fall, über Missbrauch unserer Fahrer in der Firma. Ich war jetzt einen Monat und bin von Kadenz abgegangen. Und ich habe sehr lang, ich habe schon in der Schweiz und in Deutschland die Polizei gefragt, dass unsere Fahrer lange arbeiten, ohne dass die Firma die nach Hause fahren lässt. Und die Polizei, ohne dass die uns Lohn auszahlen. Er hat auch einen Monat ohne Bezahlung gearbeitet, der Dimitri. Mhm. Moment. Die Polizei sagt, das ist nicht deren Sache, die sollen sich an die litauische Polizei wenden. Und er hat 10 Kollegen, die schon mehr als länger als 5-6 Monate pausenlos praktisch ohne Urlaub arbeiten. Und wenn sie der Firma sagen, dass sie nicht mehr weiterfahren, droht die Firma, dass wenn das Auto stehen bleibt, bekommen sie eine Schadensersatzforderung fürs Nichtarbeiten. Für die Pause praktisch. Oh. Erlaubte Pause. Okay, das waren eine Menge Informationen. Also wenn ich das richtig verstehe, hat er das Auto stehen lassen oder fährt er weiter? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Вы не ездите больше, да? Вы машину оставили, Дмитрий? Нет, я снялся, да, меня сняли с работы, потому что я им сказал, если вы меня не снимете, машина дальше не поедет. В любом случае я ее загоню на платный паркинг и буду сам добираться домой. Die Kadenz abgebrochen und ich habe der Firma gesagt, wenn sie mir jetzt nicht freigeben, dann würde ich das Auto auf einen gebührenpflichtigen Parkplatz stellen und selber auf eigene Faust nach Hause fahren. Mhm. Okay, es geht ihm jetzt quasi um dass er weiter beschäftigt werden will oder was ist sein Anliegen? Какова ваша проблема сейчас? Вы хотите дальше работать на эту фирму, да, или что? Нет, я нашел уже другую порядочную фирму, сейчас делаю переход. Мне нужно узнать, куда можно обращаться моим коллегам, которые на данный момент удерживаются насильно на работе. Их просто не меняют. Куда им обратиться,
в полицию, в какие службы, чтобы им помогли, чтобы позвонили на фирму и сказали, снимите человека с работы. Это сильно удерживает. Nein, ich habe schon gekündigt und nicht gekündigt, ich habe mir schon eine neue Firma gefunden, die sind ordentlich und ich werde dahin wechseln. Es geht um meine Kollegen, die jetzt schon monatelang arbeiten, ohne abgelöst zu werden. Und an wen sollen Sie sich in Europa oder in Deutschland wenden? An die Polizei? An welche Behörden? Wem sollen Sie sagen, dass Sie jetzt ohne Ablöse schon so lange arbeiten? Okay, jetzt habe ich verstanden, ja. Mhm. Gut, ich weiß auch jetzt, welche, ich habe die E-Mail auch gelesen. Ich weiß, glaube ich, schon, um was es geht oder von wem diese E-Mail war. Mhm. Also was wichtig ist, erstmal eine Beobachtung, die der Dimitri da gemacht hat, die kann ich ein Stück weit bestätigen, dass natürlich die Polizei, wenn einzelne Anzeigen kommen, da nicht sonderlich motiviert sind, darauf zu reagieren. Я получил ваш mail, и я прочитал его, и теперь я понимаю, от кого это пришло. Это важная тема. Значит, я тоже сделал наблюдение, что и хочу подтвердить, что если обращаться в полицию, если обращаются отдельные люди, частные лица, то полиция не реагирует. Das liegt zum einen daran, wenn ein Einzelner kommt, wird es gerne das Problem nicht so gesehen oder kann sein, dass man das Problem nicht so sieht. Если человек приходит как одиночка, то проблему не хотят видеть или просто не видят. Zum anderen sind es teilweise wirklich hochkomplizierte Rechtslagen, weil nämlich je nachdem, von welcher Seite man es aus betrachtet. Потом правовая ситуация в этом случае очень сложная, потому что смотря с какой стороны посмотреть. Da können eben ganz wechselseitig eben zum Beispiel litauisches Recht das richtige Recht sein oder deutsches Recht oder halt eben österreichisches Recht. Und das ist also ziemlich kompliziert, je nachdem, in welchem Land man unterwegs ist und je nachdem, um was es da oder wie man das auslegt, was da gerade passiert, sind da verschiedene Rechtslagen. С правовой точки зрения ситуация очень сложная, потому что в некоторых ситуациях, значит, применяется литовское право, в некоторых немецкое или даже австрийское. Смотря как посмотреть на этот, ну, посмотреть на случившееся. Und ich würde ihm anbieten, was ich, da wollte ich nachher noch mal was dazu sagen, das wäre überhaupt meine Strategie für viele der Fahrer, dass man das nicht über Einzelklagen macht und über Zivilklagen. Я бы хотел предложить вам, и это моя стратегия для многих водителей, чтобы не подавать отдельные иски в суд и не гражданские иски, sondern dass wir das mit Strafanzeigen machen. Чтобы подавать заявление по нарушению по уголовному кодексу. Unser Anwalt wird es genau prüfen, was da für Ansprüche bestehen. Наш адвокат проверит точно, какие есть требования. Und wir haben schon mal in einem ähnlichen Fall oder in einem Fall das sogar so gemacht, dass wir die LKWs beschlagnahmen, also dass die Polizei die LKWs beschlagnahmt hat. И у нас был уже такой случай, что полиция просто забрала грузовики. Ich würde dann nachher noch mehr dazu sagen, nochmal zu diesem Vorgehen in strafrechtlichen Sachen. Ne? Ja, ich werde потом скажу больше о том, как надо действовать вот в части уголовной привлечения к уголовной ответственности. Noch eine Frage: Der Dimitri, er hat mir, glaube ich, seine kompletten Kontaktdaten, glaube ich, geschickt. Ja, Dimitri, вы же прислали мне все свои контактные данные. Да-да, я все прислал вам, да, и у меня там еще у адвоката очень много доказательств против фирмы. Там чеки кассовые, которые они подсовывают под командировочные, подписывать людям на литовском языке, люди даже не понимают, что они подписывают. Ja, ich habe die Kontaktdaten alle geschickt und dann habe ich noch viele Beweise, die, also da die
beim Anwalt, Advokate, ne? Da, die beim Anwalt jetzt liegen, da sind zum Beispiel Rechnungen, die angeblich, die sind in litauischer Sprache und die sind angeblich als Reisekosten, die werden als Reisekostennachweis von den Fahrern verwendet. Ich glaube, ich habe sogar die E-Mail-Adresse von dem Anwalt schon bekommen. Ja, du musst von mir schon prestale даже Mail этого адвоката. Да, да, да. Ja, ja. Союз. Как? Genau. Еще раз скажите. Это Вильнюсский профсоюз перевозчиков. Das ist Dmitrievski, also das ist Gewerkschaft der Transportunternehmen. Okay, ich habe von einem, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, wie gesagt, ich habe über 100 Mails bekommen. Ich habe von einem eine E-Mail-Adresse von einem Rechtsanwalt bekommen, der in der Sache auch schon tätig ist. Я от одного водителя получил адрес адвоката, который уже занимается этим делом. Да-да, это, скорее всего, я вам сбросил. Он сейчас готовит коллективную подачу в суд и коллективную подачу в прокуратуру. Das war wahrscheinlich ich. Dieser Anwalt bereitet schon eine Sammelklage vor. Okay, super. Gut. Ich habe schon versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen, aber er kann es dem Anwalt ja auch noch mal sagen. Und es wäre sehr interessant, weil das ist immer gut. Sammelklagen sind gut, wenn man sich zusammentut, ist immer gut. Я, конечно же, свяжусь с этим адвокатом, но вы уже можете ему сказать, что хорошо, всегда хорошо подавать вот эти вот коллективные иски. Ich möchte mich jetzt kurz entschuldigen. Ja. Ich moderiere die Gruppe. Alina? Ja. Ja. Bitte übersetzen. Ja, moderiere die Gruppe. Da, deswegen werde ich die Regeln stellen, wie lang pro Frage wir die Zeit haben. Поэтому я буду устанавливать правила, сколько времени у нас на один вопрос и на ответ. Dimitri, ich hoffe, dass es ausreichend Informationen für Sie war. Jetzt haben wir den nächsten Fahrer. Ist es okay? Dimitri, я надеюсь, Дмитрий, я надеюсь, что вам достаточно дали информации. Wir haben jetzt als nächstes ist Alexander dran. Also ich werde Alexander jetzt. Следующий у нас Александр. Ja, ich werde jetzt Alexander den Mikrofon einschalten. Я включаю Александра. Alexander, здравствуйте. Alexander, guten Tag. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, Alexander. Плохо, но слышно. Постараюсь громче говорить. У меня вопрос следующего содержания. Тут говорилось о том, что нужно собирать документы, СМР-ки и другую информацию и передавать какую-то эту информацию, допустим, кому-то, да? Но нам на фирме давали бумажки на подпись о неразглашении информации, что касается фирмы, перевозок и так далее. Как быть в этой ситуации? Sie brauchten die Unterlagen. Also, aber wir haben und wir müssen die Unterlagen dann zur Verfügung stellen. Aber wir haben in der Firma eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet, die uns verbietet, die Unterlagen jemanden also überhaupt weiterzureichen. Was sollen wir tun in dieser Situation? Andreas ist ohne Mikro, hört man gar nichts. Andreas hört man nicht. Ist ohne Mikro ist ausgeschaltet. Ja, jetzt müssen Sie von vorne. Ja, also solche Geheimhaltungserklärungen sind natürlich in so einem Fall nicht wirksam, weil wenn es um, wenn man seine Ansprüche damit durchsetzen möchte oder wenn es gar um Straftaten geht, und in einigen Fällen ist es tatsächlich so, dann sind solche Erklärungen wirkungslos. Такие договора, такие, как то, что вы подписали о неразглашении информации, они теряют свою силу, когда речь идет о преступлениях, которые совершаются, это очень часто то, что происходит, или когда вас ущемляют в ваших правах.
Александр, вас не слышно. Я понял, спасибо большое. Vielen Dank. Hat verstanden. Okay, vielen, vielen Dank für alle. Jetzt werde ich den nächsten freischalten. Алина? Следующего. Я сейчас включу следующего. Следующий у нас тоже Александр. Der nächste ist auch Alexander. Alexander Norka. Alexander Norka. Александр, вы можете говорить? Александр, sprechen Sie bitte. Здравствуйте. Guten Tag. Такой вопрос у меня. Вот у нас в компании есть очень большая проблема с топливом. Фирма. Переводите, пожалуйста. Bei uns in der Firma ist ein großes Problem mit dem Diesel. Gibt es ein großes Problem mit dem Diesel? Фирма, то есть офис говорит, у вас не прошло такое-то количество топлива по топливным форсункам. Я лично этого не могу видеть и знать, но при получении зарплаты меня ставят перед фактом. Вот так, там 200 литров не прошло, это твой минус. То есть из моей зарплаты это вычли. Die Firma sagt, dass durch die, gibt das so eine Zelle, ne, beim Tanken? Andreas? Gibt es so eine Zelle? Also da gibt es so eine Zähler. Beim, Zähler, ja. Ja, beim Tanken. Und die Firma sagt, dass zum Beispiel bei der Abrechnung, dass da so und so viele Liter Diesel fehlen, zum Beispiel 200 Liter. Und diese 200 Liter Diesel werden dem in Rechnung gestellt. Was soll man da tun? Das habe ich jetzt auch von mehreren Fahrern gehört. Also wenn die 200 Liter Diesel auf 500 Kilometer fehlen, dann kann die Firma natürlich sagen, das ziehen wir ab, weil das hat einer geklaut oder ja. Aber weil der LKW umgerechnet dann vielleicht 2 Liter mehr gebraucht hätte oder 1 Liter zu viel gebraucht hätte, können die das nicht abziehen. Das geht nicht. Ja. Das wäre wirklich nur bei sehr großen Mengen. Если я отвечаю, да? Слышите меня? Да. Значит, смотрите, если эти 200 литров не хватает на 500 километров пробега, то, конечно, фирма имеет право поставить такой счет, вам выставить такой счет, потому что куда они делись, их, конечно же, своровали. Вот. Но если при больших пробегах там машина расходует 1 или 2 литра больше на 100 километров, то они не имеют права ставить вам это в счет. А вот ситуация лично моя, буквально прошлый отчет, прошлый месяц, пробег 13 500, вычет 230 евро. Машина в основном ехала в сторону Европы 24 тонны груза, в обратную сторону 21 на Россию. Я работаю Россия-Европа. 21. Да. И получается, секундочку, вот компьютер, бортовой компьютер в машине показывает, на данный момент у меня 24 тонны, я еду в Италию, и у меня бортовой компьютер показывает 23 литра расход у меня. Извините, но хорошая, легковая машина с хорошим, с большим объемом двигателя может подобное количество съедать топлива, а здесь 40-тонная машина. И 23 литра дизеля. Also ich möchte jetzt über meinen Fall erzählen. Also ich hatte jetzt 13.500 Kilometer gefahren und mir wurden dann 230 Euro abgezogen. Ich fahre Richtung Europa und bin mit 24 Tonnen beladen und dann fahre ich zurück nach Russland, weil ich arbeite zwischen Europa und Russland und bin mit 21 Tonnen beladen. Jetzt zum Beispiel fahre ich gerade und bin mit 24 Tonnen beladen. Und laut dem Bordcomputer verbraucht mein LKW 23 Liter pro 100 Kilometer. Also ein guter PKW mit einem großen Motor verbraucht auch so viel Sprit. Also was ist jetzt, ob das gerecht wäre? Also... Wir können jetzt nicht eine absolute Einzelfallprüfung machen, ne? Aber grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Firma
damit durchkommt. Вы знаете, мы не можем проверять сейчас каждый отдельный случай, но я думаю, что фирме не удастся у вас эти деньги из зарплаты снять. Vor allen Dingen, weil ja offensichtlich bei mehreren Fahrern das passiert und das ist wieder genau, ja, erstmal das übersetzen. Пятый год работаю в этой компании и за пять лет вот было пару случаев, когда зарплату выплачивали вот то, что я посчитал, то я получил за километры ежемесячно 50, 70 до 100 евро. Это как бы уже мы про такое забыли, что 100 евро высчитали, это ну и ладно. А вот когда началось 250, 300, а есть у коллег и 500, вот уже стала проблема серьезно. Ich arbeite seit 5 Jahren für diese Firma und in ein paar Fällen habe ich genau das Geld bekommen, was ich habe das ausgerechnet, was ich wirklich abgearbeitet habe. Und dass man uns aus dem Lohn mal 50, mal 70 bis 100 Euro abzieht, das ist für uns absolut normal. Wir machen da auch keinen Aufstand deswegen. Aber als es angefangen hat, dass man uns 250, 300 und bei manchen Kollegen auch bis 500 Euro vom Lohn abgezogen hat, dann haben wir uns die Frage gestellt, ja, warum und wie lange und so weiter. Okay. Ja, also das ist eigentlich ein schönes Beispiel, warum es wichtig ist, dass sich immer Leute zusammenschließen, weil gerade in so einem Fall, wenn eine Firma bei fast allen Fahrern im Monat ein paar hundert Euro von ihrem Sprit abzieht, da ist vollkommen klar, dass das nicht mit gerechten, mit normalen Dingen zugeht, sondern das ist halt einfach eine Geschäftsidee, die Leute halt zu begaunern. Мы видим, что это хорошо, когда у нас есть несколько случаев, потому что если мы видим, что в какой-либо из фирм нелегальным образом у людей зарплаты вычитают суммы по 200, по 300 евро, то это такой бизнес-концепт, да, по которому они просто наживаются и людей обворовывают. Also für einen Einzelnen ist es dann etwas schwerer, aber wenn in einer Firma, wenn ihr ein paar Fahrer zusammenhalten und zusammen das machen, dann ist das, das geht bei Gericht runter wie Öl, ne? Значит, в единичном случае этот вопрос решить трудно. Но если водители соберутся вместе и докажут, что в этой фирме происходят такие случаи часто, то в суде это будет очень легко доказать. Каким образом мы можем это сделать, доказать? Wie können wir das beweisen? Wie sollen wir das? Welche Nachweise? Ihr habt ja eine Lohnabrechnung. Dafür sind solche Dokumente, das ist das, wo ich immer darauf hinweise, Lohnabrechnungen zum Beispiel, wo diese Abzüge drinstehen. У вас есть отчеты, а потом у вас есть такое, знаете, когда вам зарплату насчитывают, что за что у вас высчитали, что насчитали, да, вот эти вот листочки на заработной платы. Таких листочков нам не дают. У нас приходит, вот мне на e-mail приходит как бы расчетный листочек. Но ну там, вот это он и есть. Там среднемесячная литовская зарплата 600 евро. Остальное, все остальные деньги, вот буквально до предыдущего месяца мы наличными получали в кассе именно в компании. Поэтому мне никто не может сказать, что вот показать, где я украл это топливо, где я его слил, хотя стоят датчики. Подождите, подождите, вам приходит расчетный листок по мейлу. Да. И там написано, что у вас там минимальная зарплата, потом там, я не знаю, суточный, что-то вам насчитывают, еще что-то. Там только минимальная зарплата рассчитана. И все. А где вот этот минус? А этот минус, мы приходим в кассу, получаем деньги, а вот уже в кассе этот минус. Этот минус, так вам просто не додают. Не додают без, так сказать, обоснования. Да. Окей, да. Jetzt habe ich verstanden. Sie haben gesagt, wir bekommen keine Lohnabrechnung, wir bekommen eine sogenannte Lohnabrechnung per E-Mail. Da steht aber nur diese Grundlohn, also das minimale Lohn, litauische
Norm, da die Vereinbarung, 600 Euro. Und wenn wir zur Kasse kommen, dann bekommen wir weniger Geld an der Kasse. Okay. Und es gibt keine Begründung dafür, dass man, also sie bekommen nicht, man schreibt denen nicht, du hast da und da mehr getankt oder da und da mehr gestanden. Also es gibt keine Begründung für diese Abzüge vom Lohn. Okay. Also ja, ich kenne x solche Fälle. Er soll mir bitte die E-Mail schreiben an die info@camionpro. Я знаю тысячу таких случаев. Пожалуйста, напишите мне mail на info@camionpro. У вас должен быть адрес это, да? Да, я отправлял там некоторые уже сообщения. Ja, ich habe Ihnen schon ein paar E-Mails geschickt. Okay, dann passt, ja, genau. Хорошо, gut, тогда. Dann, genau, weil wir können jetzt nicht zu weit ins Detail reingehen, aber das sind Verhältnisse, die sind natürlich nicht akzeptabel und dagegen kann man vorgehen. Мы не можем сейчас, не имеем возможности обсуждать деталей, но при таких условиях, это условия, при которых нельзя работать, да. Мы должны против них протестовать. Хорошо, будем что-то думать. Спасибо. Вот, окей, dann werde ich mir darüber Gedanken machen. Vielen Dank. Er kriegt von mir dann nochmal, ich melde mich bei ihm, ne? Я еще, вы еще услышите от меня, я вам напишу. Спасибо. Danke. Gerne. Здравствуйте все еще раз. Так, я благодарю еще раз Александра Норка. Я думаю, что sein Mikro ausgeschaltet, nachdem was er gesagt hat. Он был доволен тем, что Андреас ответил. Er war sehr zufrieden mit der Antwort von Andreas. У меня есть сейчас двое людей, которые хотят задать вопросы. Ich habe jetzt zwei Leute, die noch Fragen stellen. Дмитрий Соколов и Александр Юнкинд. Das ist Dmitri Sokolov und Alexander Юнкинд. Да. Но я хотел бы сейчас зачитать один вопрос. Aber ich würde gerne jetzt eine Frage vorlesen. Von Augen. Von Augen. Yeah. Это касается того вопроса, так называемый пахт, который сейчас заключают. Das betrifft die Frage, sogenannte Pacht. Ist das Pacht? Мобилитетспахт. Мобилитетспахт. Я зачитываю вопрос. Ich lese die Frage vor. Возможно ли обязать, может быть, с помощью Европейской комиссии или других органов? Ist das möglich, mit Hilfe von Europäischer Kommission oder anderen Organen? Литовских перевозчиков отображать в трудовых договорах не только минимальную заработную плату? Dass litauische Transportfirmen in den Verträgen nicht nur minimale, nicht nur den Grundlohn angeben, die nur als Maske und als Fake dient, der nur als Maske, für alle Auditoren, отображать именно реальную заработную плату, которая действительно выдается на руки водителям. Sondern die reale, dass dort die reale Lohne und Beträge, die Fahrer auf der Hand bekommen, stehen würden. Und auch в строгом порядке обязательно выдавать каждому водителю документ о расчете заработной платы. Dass jeder Fahrer unbedingt und zwingend eine Lohnabrechnung bekommt. Vielen Dank, Andreas wird jetzt versuchen, Ihre Frage zu beantworten. Gut. Also es, das Ganze ist natürlich, also ist mir bekannt, dass ganz viele Sachen gefaked werden. Ja? Es werden Arbeitsverträge gefaked, es gibt verschiedenste Arbeitsverträge und die Firma sucht dann immer den raus, der für den im Fall dann der Beste ist. Das Ganze ist einfach komplett illegal und es gibt eben noch einen guten Weg, damit umzugehen.
Есть тысячи, значит, случаев, в которых подделываются документы или какие-то договора, и фирма, конечно, ищет для себя, значит, решения, которые для нее самые, ну, как бы, приемлемые и выгодные. Это все, конечно же, нелегально. Also, wenn man die Firmen anzeigt, zum Beispiel bei der Polizei, das kann man auch übrigens in Litauen machen. Wir haben Anwälte in Litauen, die durchaus der Meinung sind und da Erfahrung haben, dass die Polizei in Litauen in solchen Sachen auch nachgeht. Ja. Значит, на фирмы можно написать заявление в полицию. У нас есть адвокаты в Литве, которые считают, что литовская полиция тоже занимается расследованием таких дел и заинтересована в этом. Und wir werden das auch in Deutschland, gibt es da auch eine ganze Reihe Leute, die sich dafür interessieren. И в Германии тоже есть определенное количество людей, которые, то есть большое количество людей, которые заинтересованы в решении таких вопросов. Und wenn das mehrere, wenn mehrere Fahrer so eine Anzeige machen, dann werden wir dieser Firma das Handwerk legen, das kann ich sicher sagen. И если много водителей, то есть большое количество водителей сразу подадут такие заявления, то эту фирму практически закроют, это я гарантирую. Weil wenn sich herausstellt, dass das jetzt nicht Einzelfälle sind, bei Einzelfällen ist es immer schwierig, ja, aber wenn sich herausstellt, dass es keine Einzelfälle ist, sondern dass das quasi mit System betrieben wird. Если выяснится, что это не единичный случай, потому что в единичных случаях всегда очень тяжело доказать что-либо, но если выяснится, что это система, dann bekommen diese Firmen eine Menge Ärger, auch in Deutschland und in Westeuropa. Тогда у этих фирм будет очень много проблем, не только в Германии, но и в Западной Европе. Weil wir reden hier von Litauen und nicht von einem bolivianischen Kolchosen oder bolivianischen Hacienda. Потому что мы говорим о Литве, а не о боливской какой-то хасьенде или боливском предприятии. Und wenn eine Firma strafrechtlich verurteilt wird von Gerichten durch Polizeiarbeit und so, dann hat man auch gute Möglichkeiten, oder dann ist es sehr einfach, dann auch selber noch Schaden einzuklagen, weil man ja sagen kann, ich bin ein Opfer hier von Kriminellen. И если какая-либо фирма будет приговорена в суде в результате работы полиции, то вам легче будет получить компенсацию за нанесенный ущерб, потому что вы можете сказать, что я жертва деятельности этой фирмы. Und um einen Schaden zu bekommen, muss man, also das ist auch in Litauen so, muss man selber auch klagen. Also eine Anzeige allein reicht nicht, man muss auch klagen. И чтобы получить компенсацию за понесенный ущерб, нужно не только делать заявление в полицию, но и подавать иск в суд. Und ich habe schon mit Anwälten da ein Konzept angefangen. И я уже создаю концепцию для этого с адвокатами. Es gibt die Möglichkeit einer Sammelklage. Есть возможность подать коллективный иск. Und das muss man sich dann so vorstellen. И можно это представить себе так. Wenn 100 Leute mit jeder fährt mit seinem eigenen Auto, dann ist das relativ teuer. Если 100 человек и каждый едет на своей собственной машине, это дорого. Wenn sich aber 100 Leute einen Bus mieten, dann ist das wesentlich billiger. Но если 100 человек снимают себе автобус, то это намного дешевле. Also, das ist das, was ich dringend vorschlagen würde und anregen möchte, und ich helfe euch da, dass wir eine Strafanzeige machen gegen die Unternehmen und dass wir dann mit den Geschädigten zusammen auch ihre Rechte einklagen. И чтобы я вам предложил со своей стороны, это чтобы мы сделали коллективное заявление о нарушении закона по уголовному праву, сделали его в полиции против фирм и потом подали, соответственно, на дальнейшее рассмотрение. У нас есть следующий вопрос от Димы Соколова. Nächste Frage von Dima Sokolov. Можно бы включить? Kann ich ihm einschalten? Kann er einschalten, die Frage? Ja. Dimitri, здравствуйте, вы можете нас слышать? Добрый день, Dimitri, слышу хорошо. Ja, guten Tag, ich höre Sie gut. Добрый день, слышу вас, вы меня слышите? Hören Sie mich?
Ich höre Sie gut, ja? Да, я слышу вас хорошо. Скажите, Андрюс, такой вопрос. Имеет ли фирма право высчитывать за палеты? Hat eine Firma das Recht, das Geld für Paletten abzuziehen? Das Paletten ist in der ganzen Branche, auch bei Unternehmern, immer wieder ein Streitfall. Mhm. Da gilt das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man keine Dokumente hat, wo man kann das tatsächlich, dann hat man manchmal Schwierigkeiten. Ja? Палеты – это во всех фирмах, везде это такой спорный вопрос. Если у вас нет документов, то может тяжело прийти с решением этого вопроса. Aber da gilt dasselbe, was ich vorhin schon immer wieder gesagt habe. Wenn das Einzelfälle sind, ist es immer vor Gericht, kann man sich da viel drüber streiten. Но тут действует то же самое, что я сказал раньше. Если это единичный случай, то можно очень долго рассматривать его в суде. Wenn eine Firma das mit System betreibt und es wird erkennbar, dass die das als mit System machen und um Geld zu verdienen damit, und wenn die das nicht, vor allen Dingen muss die Firma das auch belegen, was sie da abzieht. Also da liegt die Beweislast bei der Firma. Und wenn man da zusammen gegen vorgeht, tut man sich nicht viel, viel leichter. Если эта фирма делает не в одном или в двух случаях, а если она делает это систематически, и значит, она уже, и она должна тоже, значит, предоставить документы, за что она снимает деньги. Вот, и фирма обязана предоставить доказательства, что она правомерно сняла эти деньги, тогда это уже выглядит по-другому. Yeah. У нас просто на фирме были такие случаи, что человек работал без обмена палет на контейнере, а mm-hmm. ему повесили палеты. Ну, это не один такой случай у нас на фирме был. Mm-hmm. Wir hatten einen Fall bei uns in der Firma, dass ein Fahrer ohne den Tausch von Paletten gearbeitet hat und diese Paletten wurden ihm angehängt. Es ist wortwörtlich jetzt. Also, wie gesagt, das ist immer schwierig jetzt mit Einzelfallprüfungen, vor allen Dingen, weil ich kann nicht ausschließen, dass in Litauen natürlich ein anderes Recht gilt wie in Deutschland. Mhm. Deswegen auch da einfach, er soll es mir schicken und dann muss man halt schauen, dann muss man das im Einzelfall halt dann sich anschauen, ne? Ob das gerechtfertigt ist oder vor allen Dingen gut. Wie gesagt, ich komme nochmal darauf zurück, wenn es ganz viele Leute sind, die das gleiche Problem haben, dann ist das immer sehr, sehr einfach oder relativ einfach das darzustellen. Ne? Вы должны, я не знаю, как это в отдельном случае, потому что в Литве может быть другое право и другие правила, чем здесь. Вы, пожалуйста, пришлите мне информацию по этому случаю. И опять же, я повторяю, что если это единичный случай, это дело выглядит одним образом. А если таких случаев много, то это уже совсем другое. Я понял. Скажите еще вопрос такой. Имеет ли право фирма высчитывать за царапины, допустим, поцарапал прицеп, заезжал на загрузку, там, на выгрузку, зацепился там где-то машину, поцарапал? Ich habe noch eine Frage. Kann die Firma für Kratzer am Auto das Geld abziehen? Zum Beispiel, wenn ich eingeparkt habe und am Anhänger kratze sind oder irgendwie am Auto kratze sind. Also das müsste man halt durch einen Rechtsanwalt anschauen lassen. Wie gesagt, da gilt auch das dann zum Beispiel das litauische Recht, ja, oder wo immer die Firma sitzt. Und das kann ich jetzt nicht beantworten. Das müssen wir mit dem Anwalt anschauen. Im Zweifelsfall ist es natürlich so, wenn das nicht aus der Luft gegriffen ist, gibt es grundsätzlich natürlich, muss man damit rechnen, dass man vielleicht tatsächlich damit nicht durchkommt. Aber wie gesagt, ich kann das nicht wirklich sagen, weil dazu müsste man das litauische Recht jetzt anschauen. Ne? Конечно же, в этом случае нужно проконсультироваться с адвокатом, потому что все случаи в таком, таких вот, ну, царапин, да, они разные. И в Литве тоже другое право, и надо посмотреть, как это по литовскому праву, но это, в общем-то, сложный вопрос. Я понял. Хорошо, спасибо. Ich habe verstanden. Vielen Dank. Miguel?
Спасибо, Дмитрий. Да, я тоже могу сказать вам, что в зависимости от того, какая страховка была вам дана. Vielen Dank, Dimitri. Das hängt davon ab, welche Versicherung Sie abgeschlossen oder für Sie abgeschlossen wurde. Das hat mir mal Andreas erzählt. Ich schalte jetzt den nächsten Alexander ein. Alexander Junking. Alexander Junking. Alexander, wir hätten jetzt einen Вопрос. Alexander, Sie wollten eine Frage stellen. Okay, gut, dann hebe ich auf. Wir haben, Sergi. Sergi. Еще раз. Сергей Митрофанов. А, Сергей Митрофанов. Здравствуйте. Его не слышно. Man hört ihn nicht. Плохо. Плохо, я постараюсь опять громче говорить. Так лучше? Ага, слышно, все, я спасибо. Лучше. Добрый вечер, Андреас, добрый вечер все участники конференции. Я сейчас на работе, поэтому прошу прощения за некоторые, может быть, помехи. У меня такой вопрос. Слышно меня, да? Да, слышно. У меня такой вопрос. Вот... Мы, когда поступаем на работу, если это литовская компания, если это польская компания, нам нашу зарплату озвучивают в основном суточные, которые нам платят. Все. Хотелось бы понимать вообще компоненты зарплаты в Европе, то есть из чего зарплата состоит, на какие доплаты и так далее мы имеем право. Потому что если проводить параллели с Украиной, я с Украины, то у нас существуют и больничные, и отпускные, и премии годовые, и премии месячные. Ну, в общем, как-то так. Хотелось бы структуру зарплаты в Евросоюзе у водителя знать. Какая она должна быть по закону. Спасибо. Erstmal entschuldigt sich für die Störungen beim Also bei der Verbindung, er ist jetzt gerade bei der Arbeit und deswegen kann es zu Störungen kommen. Die Frage ist, wenn man eingestellt bei einem Transportunternehmen in Litauen oder in Polen eingestellt wird, wird einem die Tagespauschale genannt, die man dann für die Arbeit bekommt. Die Frage ist, wie setzt sich der Lohn eines Fahrers in Deutschland zusammen. Was bekommt er für Zuzahlungen oder zum Beispiel Krankengeld oder Urlaubsgeld oder Bonus pro Monat oder Bonus pro Jahr? Weil in den ukrainischen Firmen gibt es das alles. Also zunächst einmal ist es so, dass ein deutscher Fahrer nach Stunden bezahlt wird. Da gibt es einen Mindestlohn pro Stunde. Und Spesen sind also nur ein geringer Teil, weil ein Lkw-Fahrer in der Regel auch nur ein, ja nicht so wahnsinnig, der geht ja nicht ins Hotel. Ne? Und ansonsten hat man in Deutschland, aber das ist im Prinzip in der ganzen EU ähnlich, das sind grundlegende Arbeitnehmerrechte, dass man den Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, oder ich glaube, übersetzt erstmal. Ne? Германии водитель грузовика или дальнобойщики, как это получается, за час работы и совсем немного на расходы, на свои каждодневные. Но эти расходы небольшие, потому что водители не ночуют в гостиницах, например. Такая система существует в Германии, но она и принята во всем Европейском Союзе. Это основные как бы права водителей, но есть еще основные права водителей, и он сейчас будет говорить дальше. Ja. Grundrechte. Genau. Das Grundrechte, das ist Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das ist aber auch ein Kündigungsschutz, beziehungsweise wenn die Firma zum Beispiel pleite ist und nicht mehr zahlen kann, bekommt dann einen Lohn bei Arbeitslosigkeit und ja. Основные права рабочих, вот, водителей в Германии, это то, что если вы заболели, вам продолжают платить зарплату,
ich sage bis 6 Wochen, ne? Bis 6 Wochen die Lohn. Ja, das ist aber das kann in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein. Aha. Aber grundsätzlich. Ну, до 6 недель, но в разных странах это тоже по-разному. Потом у вас есть защита от увольнения, если вас уволили, то и не фирма, например, обанкротилась, не выплачивает вам зарплату, то вы получаете зарплату от ведомства по труду. Und man kriegt auch Urlaubsgeld, also bezahlten Urlaub. И также вы получаете отпускные, то есть оплачивается вам ваш отпуск. Und wenn die Firmen oder viele Firmen haben das eben, die bezahlen die Fahrer eben mit Pauschalen, ohne Sozialversicherung. И viele Firmen, sorry, многие фирмы платят водителям эти вот суточные тоже или там недельные без социальных взносов. Und die betrügen die Fahrer dann gleich zweimal. И они два раза таким образом обманывают водителей. Und das wird jetzt sehr deutlich. И это становится все яснее и яснее. In der Corona-Krise zum Beispiel kriegen viele deutsche Fahrer. Во время вот короны сейчас многие немецкие водители не получают. Eben jetzt Ersatz, Lohnersatzgeld vom Staat. А то есть они не получают от фирмы, а получают как бы деньги от государства. Die sitzen jetzt 8 Wochen zu Hause und bekommen trotzdem 80%, glaube ich, ist es vom Lohn weiterbezahlt, vom Staat. Они сидят дома и сейчас вот во время короны и но получают 80% зарплаты от государства. Und Weißrussen und Ukrainer, die sitzen jetzt mit dem Finger in der Nase da und kriegen gar nichts. Okay, а белорусы и украинцы, они сидят и в носу ковыряются, ничего не получают. Und das ist halt die Sauerei. Ну, это, конечно, свинство. Понятно. Вы получили ответ на свой вопрос? Ist die Frage beantwortet? Да, получается, вот этот порядок начисления нашей зарплаты суточные, он вполне законен. То есть на какие-то другие, какой-то другой порядок мы не имеем права претендовать. Also das heißt, dass diese Tagespauschalen, dass wir für unsere Arbeit bekommen, das ist nicht gegen dem Gesetz. Haben wir das Recht auf eine andere Art von Bezahlung oder Lohnberechnung? Also bei den Tagespauschalen, ich habe mich schon mit den Anwälten da auseinandergesetzt, das ist tatsächlich ein Graubereich in Litauen. Da muss man allerdings sehr genau, also in den meisten EU-Ländern ist das illegal. Ich weiß das von Rumänien zum Beispiel, da ist das komplett illegal. In Deutschland wäre das auch illegal. Und Litauen hat da eine interessante Rechtskonstellation, die einheimische Firmen aus meiner Sicht in fragwürdiger Weise bevorzugt. Ну, вопрос с суточными – это такая серая зона, да, это очень невыясненно, при невыясненных обстоятельствах во многих странах Европейского Союза, например, в Румынии, оплата вот суточных, она считается нелегальной, и в Германии тоже. Но в Литве правовые, значит, литовское право предусматривает такую оплату, и многие литовские фирмы пользуются этим, и в этом сложность. Es gibt allerdings noch eine gute Nachricht. Есть еще и хорошая новость. Es ist vorhin angesprochen worden, der Mobilitätspakt. Von der EU. Мы говорили о пакте мобильности от европейского сообщества. Und das wird jetzt in sehr naher Zukunft, wird das eben auch in Litauen nicht mehr möglich sein. И также в Литве вскоре будет незаконна такая форма оплаты. Aber es werden trotzdem auch in Litauen offensichtlich Sachen gemacht, die man auch mit dem litauischen Recht und mit den Pauschalen nicht rechtfertigen kann. Da wird teilweise trotzdem gegen Gesetze verstoßen. Но в Литве происходят также такие вещи, которые нельзя объяснить выплатой суточных, да, и законы там все-таки нарушаются. Weil da müssen bestimmte Prozentverhältnisse eingehalten werden und das ist teilweise nicht der Fall. Und damit ist das dann auch wieder illegal. Потому что определенные процентные соотношения должны соблюдаться при оплате, но этого не случается. И это тоже нелегально, и это происходит в Литве.
Prozentverhältnis war für mich jetzt nicht so klar, vielleicht, wenn Sie das verstehen. Mhm. Das Verhältnis, da gibt es ein bestimmtes, im Gesetz gibt es ein bestimmtes Verhältnis zwischen dem litauischen Mindestlohn und der Summe, die als Pauschalen bezahlt wird. Mhm. Dieses Verhältnis, ist genau definiert vom Gesetz, aber das stimmt bei vielen Firmen auch nicht, sodass das also auch da trotzdem gesetzeswidrig ist. Значит, что касается процентного соотношения, речь идет, я потому что это не поняла и переспросила, речь идет о том, что по литовскому закону вот эти суточные должны стоять в определенном процентном соотношении к минимальной зарплате, да, но не во всех случаях это соблюдается. Also man muss sich halt genau im Einzelfall anschauen. Это надо смотреть на каждый конкретный случай. Я понял. Еще бы что-то. Ну, тогда последний небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, если мы работаем в основном средний график работы водителей в Литве, 2 месяца работаешь, месяц в отпуске, и так вот в течение года, мы имеем право на отпускные? То есть у нас получается 8 месяцев мы работаем, 4 месяца мы дома. Мы имеем право на отпускные или нет? Ich habe jetzt noch eine letzte kleine Frage. Also wir arbeiten folgendermaßen in Litauen. Wir arbeiten 2 Monate und dann haben wir 1 Monat frei. Also im Jahr haben wir insgesamt 8 Monate, die wir arbeiten und dann 4 Monate haben wir Urlaub. Haben wir trotzdem Recht auf Urlaubsgeld? Also grundsätzlich ja, aber dann, wie gesagt, das sind Fragen, das müssen wir mit dem Rechtsanwalt dann klären. Ich bin jetzt kein Spezialist für das litauische Arbeitsrecht. Aber also Urlaub, also 8 Wochen kann ich jetzt nicht sagen, ob das Verhältnis noch gedeckt ist, aber Urlaubsgeld ist auf jeden Fall ein Arbeitnehmerrecht. Ne? Also bezahlter Urlaub meine ich natürlich, ja. Ну, по своей основе, да, то есть вы имеете право на оплату отпуска, но я не знаю, это нужно тоже спрашивать адвокатов, я не знаю, вот такой вот, то, что вы 8 недель отдыхаете, я не знаю, имеете ли вы право на оплаченный отпуск, это нужно, то есть согласовывать с адвокатами. Das hängt auch mit den Arbeitsstunden natürlich zusammen und mit vielen anderen Dingen, das muss sich ein Anwalt anschauen. Это, конечно же, зависит от количества отработанных часов и других вещей. На это должен смотреть адвокат. Спасибо. Danke schön. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андреас. Sind Sie zufrieden mit der Antwort? Спасибо большое. Я вас выключаю. Vielen Dank. Ich schalte Sie aus. Я включаю опять, пытаюсь ich schalte jetzt. Поднять руку Александр Юмкин. Александр Юнкин. Да, Александр, вы включены. Александр, Sie sind eingeschaltet. Его не слышно. Man hört ihn nicht. Но вообще у него включенный микрофон. Да, но его не слышно. Александр, я вижу, что у вас включен микрофон, но вас, к сожалению, не слышно. Вообще не слышно. Вот сейчас слышно. Все, отключил одну прибуду. Добрый вечер еще раз. Я уже задавал вопрос, хочу еще один вопрос задать. По поводу авансирования, то есть выдачи аванса в рейс. Как это происходило раньше? Как обычно, приезжает человек на работу, в день отъезда ему выдают некую сумму в счет будущей зарплаты, и человек едет в рейс. На сегодняшний день моя фирма немножко видоизменила это мероприятие. На данный момент я должен отработать каденцию. В конце каденции у меня удерживают сумму достаточно крупную и отдают ее только тогда, когда я приезжаю на следующую каденцию, вот эту сумму отдают в счет будущей каденции. То есть происходит вот это удержание. Насколько это законно, как я могу воздействовать от этого. Es geht um die Vorkasse bei Lohnauszahlung für die Tour. Also früher war das so, dass wenn man angefangen hat, wenn man auf Tour ging,
hat man von seinem Lohn eine Vorauszahlung bekommen und einen Abschlag, den man für die Tour dann auf der Tour dann aufbrauchen konnte, also für Spesen. Jetzt ist diese Regelung geändert worden. Zum Beispiel, man muss zum Beispiel eine Kadenz voll abarbeiten, dann bekommt man seine Bezahlung dafür mit einem Abschlag. Und wenn man zu der nächsten Kadenz kommt, bekommt man dieses Geld, was man vom Lohn abgezogen bekommen, als Lohnvorauszahlung für die nächste Kadenz als Spesen praktisch. Ist das gerecht oder ist das so gesetzlich richtig? Also ich muss jetzt offen schauen, dass ich es nicht im vollen Umfang jetzt verstanden habe. Ich erkläre das kurz. Also früher war das so, die haben dann so eine Vorauszahlung bekommen. Ja. Und dann wurde dieses Geld bei der Abrechnung abgezogen. Ja. Mhm. Jetzt ist das so, dass sie eine Kadenz voll arbeiten, ja, und das Geld für diese Zeit nicht voll kriegen, sondern mit einem Abschlag. Und dieser Abschlag wird ihnen dann ausgezahlt als Vorauszahlung für die nächste Kadenz. Also die bekommen das Geld dann, wenn sie zur nächsten Kadenz kommen, und das ist für die praktisch ihr Geld für die Tour, das, was sie dann ausgeben können für sich, fürs Essen, für die Kosten. Und eine Kadenz, das sind jetzt dann 3 Monate oder wie lange ist, was meinst du mit Kadenz genau? Kadenz, das сколько? 3 месяца? Kadenz, это будет 2 месяца, неважно. Kadenz имеется в виду время работы. Kadenz kann ja 2 Monate sein, es ist egal. Mhm. Also Kadenz, das ist eine Arbeitszeit, das, was man gefahren ist. Also grundsätzlich hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf eine Vorauszahlung, aber er hat einen Anspruch auf eine pünktliche und regelmäßige und zeitnahe Bezahlung. Значит, у водителей нет права получать предоплату своего тура или часть зарплаты вперед, но у вас есть право получать зарплату вовремя и полностью. Ja. Also wenn die Firma hier dann tausende Euro anhäuft, die sie nicht ausbezahlt, also solche Fälle kenne ich, und das dann am Schluss auch noch abgerechnet wird und dann werden eben alle möglichen Schäden und was weiß ich für Sachen, die zum Teil dann fingiert sind, abgezogen, dann wird das Ganze halt eben wieder, also absolut widerrechtlich. Ne? Also man muss einem Fahrer schon sein Geld, was er verdient, zeitnah auszahlen. Мне известны случаи, например, когда фирма удерживает по 1000 евро, да, которые они потом выплачивают при полном расчете, но из этих 1000 евро они еще удерживают всякие различные там издержки, которые иногда даже другим образом у них, в общем-то, за которые они другим образом получают деньги. Вот, но, то есть такие случаи известны. Это незаконно. Das in der Firma auch so ist. Ich kenne jetzt Fälle oder mir sind Fälle geschildert worden, dass die Firmen eben diese nicht ausbezahlten Löhne als Druckmittel verwenden, um den Fahrer. Diese Schranke oder Wand, ne? Das, was wir da, Schranke, ne? Oder, da war in einem Brief, in einem Mail so ein Begriff Schranke oder Wand, so eine Schranke, dass die nicht genug, nicht alles ausbezahlt bekommt, sogenannte Schranke. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es übersetzt, das weiß ich. Okay, genau, also dass halt eben Gelder zurückgehalten werden, um damit den Fahrer im Prinzip unter Druck zu setzen, weil man den wirtschaftlich in der Hand hat. Ob das in dem Fall auch zutrifft. Ему интересно, есть ли у вас, я вот читала такой мейл, переводила ему, что там какая-то стена есть, да, что, или стенка, то, что вам не выплачивают все деньги, оставляют, вот, делают только до этой стенки, и оставляют эти деньги лежать как бы на вашем счету в фирме, которые, деньги эти вы получаете только при, то есть когда вы увольняетесь или позже, вот, и это используется для того, то есть если вы что-то не делаете, как им нужно, то они угрожают вам, что они не выплатят вам эти деньги. Нет, такой стенки у нас нет. У нас есть немножко другая система под названием водительский фонд, в который ежемесячно, в зависимости, работаю я или нет, определенная сумма высчитывается у меня из зарплаты. И, в принципе, она не накапливается никак,
на конкретного человека. И по, когда увольняется человек, она не отдается, эта сумма. И как бы водительский фонд, что такое водительский фонд? Это, то бишь, какой-то фонд, который в случае чего должен помогать водителю, но на самом деле это не действует или действует частично. Допустим, при такой ситуации, как кража топлива, у меня украли, допустим, топливо. И мне компенсировали, как компенсировали, половину за кражу топлива высчитали с меня, половину якобы заплатила фирма якобы из этого фонда. Ну, это как правильно. И по поводу, извиняюсь, и по поводу предыдущего вопроса авансирования. У нас в договоре есть пункт в договоре по поводу авансирования. Там четко написано, что аванс выдается в первый день командировки или в любой другой день командировки. И в этом же пункте указано, что расчет, учитывая то, что выдавался аванс, не позднее там определенного числа следующего месяца должен выдаваться. Расчет. Но не так, на следующую каденцию. Окей. Es geht ihm darum, also erstmal die erste Frage zu der ersten Frage, zu Ihrer Frage. Also es gibt dieses System mit dieser Schranke oder so, dass da das Geld vom Gehalt abgezogen wird, bei ihm in der Firma nicht. Die haben aber ein anderes System. Es gibt so einen Fahrerfonds und jeden Monat wird das Geld vom Lohn in diesen Fahrerfonds eingezahlt, also von seinem Lohn abgezogen und dahin bezahlt. Dieser Fonds existiert, um den Fahrern in bestimmten Fällen, in den Schwierigkeiten dann zu helfen. Aber er hat selber einen Fall gehabt, ihm wurde Diesel geklaut und die Hälfte von diesem geklauten Diesel wurde ihm vom Lohn abgezogen und die andere Hälfte wurde aus diesem Fonds bezahlt. Also er musste nur die Hälfte ersetzen für diesen fehlenden Diesel. Ja, so ein System gibt es, aber er weiß auch nicht, ob das gerecht ist oder nicht. Ja, und dann... was diese Vorauszahlung für die Kosten, für die Spesen angeht, also aus dem Lohn, da gibt es so ein, im Vertrag gibt es einen Punkt, wo besagt wird, dass man die Vorauszahlung für die Tour am ersten Tag der Reise bekommt oder an einem anderen Tag der Reise und dass es mit dem nächsten Lohn abgerechnet wird, aber nicht nach der Kadenz. Darum ging es. Dass diese Vorauszahlung, die machen das, die halten das Geld zu lange, so wie ich das verstehe. Also wie gesagt, ich kann das jetzt nicht so ins Detail gehen, weil da muss man sich halt den ganzen Vertrag anschauen, muss sich die Konstellation anschauen. Und ich weiß halt, das sind das vielleicht drastische Fälle, aber ich habe vom halben Jahr einen Fahrer, mich mit einem Fahrer getroffen, der so pleite war, der hat schon zwei Tage lang das Wasser aus der Toilette, also nicht mal aus der Toilette, weil der hat nicht das Geld für Sanifair gehabt, der hat aus der Waschanlage sich die Wasserflasche immer wieder aufgefüllt und hat nichts zum Brauchen, nichts zum Essen gehabt. Mit dem haben wir uns am Autohof getroffen, die haben wir für 50 Euro Geld gegeben, weil der war wirklich, der hat nichts zum Brauchen gehabt. Das war noch sein größeres Problem und seit zwei Tagen nichts gegessen. Also, und das sind natürlich Verhältnisse, also das ist schon sehr extrem. Grundsätzlich, wenn man das Geld, wenn man das Geld zurückhält, ist das nicht legal. Und wenn man das auch noch dann zurückhält, um damit zum Beispiel irgendwo den Fahrer gefügig zu machen, dann wird es natürlich wirklich hochkriminell. Но чтобы ответить на ваш вопрос, он сейчас не может так углубляться в детали. Ему надо подробно рассмотреть, если вы пришлете документы, эти договоры, например, да, где вот это стоит с авансом, и случай опишите точно, что там произошло с цифрами в деталях, да, тогда он с этим будет разбираться. Но ему сейчас он хочет услышать и узнать о случаях. Например, у него был случай, когда у водителя вообще не было денег. Они встретились с ним где-то на заправке, где он или на стоянке, где он стоял. Этот водитель два дня не ел, у него не было сигарет, он хотел курить. Вот, и воду он брал себе откуда-то из моечной машины. Я не могу себе это представить, но что-то даже не с туалета.
Вот, и вот это был такой ужасный случай. Андреас, в общем, дал ему 50 евро, чтобы у того вообще были просто деньги, да. Но вот такие случаи бывают, что водителей вообще нет денег. Ja. Ich glaube, wir müssen dann so langsam zum Ende kommen. Okay, спасибо большое. Я думаю, что нам надо потихонечку заканчивать. Okay, Александр, вы получили ответ на свой вопрос? Да, спасибо. Okay, я отвечаю. Александр, wurde Ihre Frage beantwortet? Ja, vielen Dank. Okay. Noch eine Frage vorlesen. Die wurde im Chat geschrieben. Also nur noch, Mike, nur noch, wenn es eine ganz kurze... wichtige Frage. Майк сейчас зачитает один короткий вопрос, который пришел ему в письменном виде. Окей. Фраг Дмитрий. Задает вопрос Дмитрий. Ich werde jetzt auf Russisch vorlesen und Sie überweisen bitte an Andreas. Ja, okay. У меня самый главный вопрос, задает Дмитрий. Ich habe die allerwichtigste Frage. Куда обращаться в Германии? An wem sollen wir uns in Deutschland wenden? Wenn uns gegen unsere Wille auf yes. Arbeit куда обращаться в Германии, очень извиняюсь, если насильно удерживают на работе. Wenn man uns gegen unseren Willen auf der Arbeit hält. So. Gut. Nicht von der Arbeit weggehen lässt. Еще раз. Куда обращаться в Германии, если насильно удерживают на работе? Also, an wem soll man sich in Deutschland wenden, wenn man gegen seinen Willen auf der Arbeit gehalten wird? Also grundsätzlich kann man, es kommt jetzt darauf an, also zum Beispiel, ob Lenk- und Ruhezeiten zum Beispiel da betroffen sind. Ich kenne auch Fälle, dass Leute hier jeden Tag 16 Stunden fahren oder 14 Stunden fahren sollen. Es kommt ein bisschen darauf an, aber grundsätzlich, also in solchen Fällen ist es die Polizei. Ansonsten würde ich, oder ich würde es vielleicht generell, das war eine Sache, die ich noch sagen wollte, wenn ihr solche Probleme habt, die in Richtung wirklich gesetzeswidrigen Verhalten der Unternehmen rauslaufen. Ну, если речь идет о нарушении режима труда и отдыха и так далее, потому что я знаю случаи, когда водители едут 16-14 часов без паузы, да, это надо обращаться в полицию. Вот, но если речь идет о нарушениях закона, dann schreibt mir das an meine E-Mail-Adresse. Тогда пишите мне это на мой адрес электронной почты. Schildert das Problem oder wie euch die Firma betrügt? Опишите проблему или как вас обманывает фирма. Wenn ihr da irgendwo Belege dafür habt, Dokumente habt. Если у вас на это есть подтверждение, документы. Schickt mir auch die Dokumente oder schreibt dazu, dass zum Beispiel, ich weiß auch, dass teilweise gefälschte Dokumente dem Fahrer mitgegeben werden. Тогда пришлите мне эти документы или напишите, например, я знаю, что водителям дают и фальшивые документы. Sagt mir oder schreibt mir, wie sie euch unter Druck setzen. Напишите или скажите мне, как они на вас нажимают, каким образом. Also zum Beispiel auf Geld zu verzichten, habe ich auch schon gehört, dass die unterschreiben mussten, auf Geld zu verzichten. Например, то, что водители должны подписывать обязательства отказываться от денег или... Oder eben weiterzuarbeiten, obwohl die Arbeitszeit eigentlich schon längst abgelaufen ist. Или то, что они должны работать дольше, несмотря на то, что рабочее время уже давно закончилось. Oder wenn die euch halt eben widerrechtlich Geld abziehen. Или если у вас незаконно делают вычеты из зарплаты. Dann schickt mir diese Sachen zu. Тогда присылайте мне все эти случаи. Und wichtig auch schreibt, wie die Leute in der Firma heißen. Nicht nur die Firma, sondern auch zum Beispiel der Disponent, der Buchhalter, der stellvertretende Chef. Wer euch da unter Druck setzt und wer was gemacht hat. И пожалуйста, пишите мне, как зовут этих людей, например, ваш диспонент или ну как диспетчер, да? Ваш диспетчер или бухгалтер или зам директора или как их всех зовут. Вот и кто на вас оказывал в данном случае, в конкретном случае давление. Und schreibt mir zum Beispiel auch die Namen von Zeugen. Запишите мне, пожалуйста, имена свидетелей.
Und was ganz wichtig ist, wenn es irgendwie geht, schreibt es mit eurem Namen und mit euren Kontaktdaten, dass ich euch benennen kann als Zeuge oder als Anzeigerstatter. И самое важное, пишите ваши имена, значит, называйтесь вашими именами и посылайте мне контактные данные, чтобы я мог назвать вас в качестве свидетеля. Im Notfall geht es auch anonym. Ну, как-то в экстренных случаях можно это делать анонимно. Also wenn ihr nachvollziehbare Tatsachen, wenn ihr Hinweise geben könnt, die man wirklich nachvollziehen kann, man macht das anonym, dann hat das auch eine Wirkung. Если вы можете дать нам указания на какие-то правонарушения, это можно тоже сделать анонимно, и это будет иметь действие. Und ich habe Kontakte zum deutschen Zoll, der also zum Beispiel zuständig ist für diese Lohnsachen. И у меня есть связи в немецкой таможне, которые отвечают тоже за вот эти вещи, ну, случаи с зарплатой. Auch zur Polizei und indirekt auch zur Europol. Также и к полиции, и не напрямую, но к Европолу. Und Europol. Und wir haben Anwälte auch in Litauen, die dann solche Anzeigen eben, wir können das an mehreren Stellen einsteuern. А также у нас есть адвокаты в Литве, и мы можем помочь при подаче таких заявлений или дать инициативу, быть инициаторами подачи таких заявлений. Андреас, я должен смотреть за временем, я очень извиняюсь, что я должен всех прервать. У нас еще есть два вопроса, я могу пропустить только один. Александр... Wir haben noch zwei Fragen. Ich kann aus Zeitgründen nur eine Frage durchlassen jetzt. Alexander hat schon die Frage gestellt. Ja. Daher. Wir haben noch Ivan Zaulay, der uns sehr, sehr viel geholfen hat bei dieser Geschichte. Ich überlasse ihm jetzt das Wort. Ich möchte noch ein bisschen ergänzen, der vorher war. Wohin zu wenden? Können die Leute schreiben, нам в Camion Pro, скажем так, с пометкой срочно или очень акут. Да, ich will die Frage nochmal vervollständigen oder die Antwort auf die Frage, wo, an wem können sich die Leute in extremen Fällen wenden. Können Sie uns bei Camion Pro eine E-Mail schicken mit dem Vermerk dringend? Потому что очень часто люди закрыты в грузовике. Weil Leute sind sehr oft im LKW, in der Kabine eingeschlossen. Несмотря на то, что у них дома произошли очень нехорошие ситуации или наоборот позитивные, они срочно должны ехать домой. А их на четвертый месяц не выпускают из машины. Und die, bei denen zu Hause sind irgendwelche traurige oder vielleicht erfreuliche Ereignisse passiert und die wissen gar nichts davon und die können nicht nach Hause, die müssen nach Hause fahren und können das nicht, weil sie nicht nach Hause, also von der Arbeit entlassen worden werden. Also sie wissen davon, aber sie können nicht nach Hause, weil sie, man lässt sie nicht nach Hause fahren. Das habe ich jetzt mehrfach schon gehört, ja. Also grundsätzlich einfach eine E-Mail schreiben an die info@camionpro.eu. Я слышала тоже несколько раз. Пишите mail на info@camionpro.eu. Und wichtig ist in dem Betreff, den übrigen Text ist nicht so wichtig, aber den Betreff bitte in lateinischer Sprache, damit ich das überhaupt lesen kann und weiß zum Beispiel, genau. Пожалуйста, заголовок, не текст, а заголовок этого мейла и то, что стоит, вот вы знаете, когда вы мейл отсылаете, там о чем, да, идет. Это, пожалуйста, на любом из европейских языков, чтобы я знал, о чем речь. Und dann die Firma, den Firmennamen draufschreiben und den eigenen Namen draufschreiben und in den Betreff. И еще в эту строчку, да, напишите название фирмы и свое имя, как и фамилию. Dass ich das zuordnen kann. Чтобы я мог знать, от кого это и о чем речь. Und dann kann man, wenn das ganz eilig ist, kann man dazu schreiben, eilt. Если это срочно, то пишите срочно.
Oder vielleicht das deutsche Wort eilt, weil ich kann es nicht lesen. Лучше всего пишите по-немецки eilt. E-I-L-T. Eilt. Окей. Хорошо, спасибо, Андреас. Я еще хотел включить... Момент, ich wollte eine Sache noch loswerden, Nico. Я еще хочу сказать одну вещь, Майк. Ich wollte noch mal an alle appellieren. Das glaube ich, ist es jetzt deutlich geworden. Я хочу призвать всех еще, я думаю, что нам сейчас стало ясно. Wie wichtig es in vielen Fällen ist, dass man gemeinsam vorgeht. Как важно во многих случаях, чтобы мы действовали вместе. Und dass man auch für Öffentlichkeit sorgt. И чтобы мы привлекали к этому внимание общественности. Also das heißt, eben Fernsehen, Politiker auf diese Sache aufmerksam macht. Это значит, чтобы телевидение и политики обращали внимание на эти вещи. Und genau das haben wir vor am 19. Juni in Berlin. И именно это мы собираемся сделать 19 июня в Берлине. Viele von euch kennen die Aktion schon. Многие из вас знают уже об этой акции. Das heißt, ich bräuchte von euch ein Bild, это wo значит, ihr... Мне нужна ваша фотография. Wo ihr mit einem Plakat, ein Plakat vor die Brust haltet. Где у вас вы перед грудью будете держать такой лозунг, да, плакат с лозунгом. Wo ihr das, eure Probleme also kurz prägnant beschreibt oder die Situation beschreibt oder eure Forderungen beschreibt. И в этом лозунге должны быть отражены ваши проблемы или ситуации коротко, четко. Und dann ein Foto macht und mir dieses Foto schickt. Сделайте фотографию, пришлите ее мне. Und mir werden dann eure Kollegen, also bei dieser Demonstration in Deutschland, in Berlin, werden vermutlich ja, 100, 200, vielleicht sind es auch mehr Lkw-Fahrer da sein. И на этой в этой демонстрации в Берлине примут участие ваши немецкие коллеги, где-то 100, от 100 до 200 водителей. Und die werden stellvertretend für euch dann mit euren Bildern am Brandenburger Tor stehen. И они будут за вас стоять с вашими фотографиями около Бранденбургских ворот. Und für euch demonstrieren. И демонстрировать за вас. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen der Solidarität über Grenzen hinweg. И я думаю, что это хороший знак солидарности через границы, которые переходят границы. Also, если кто-нибудь не знает, как правильно написать свою просьбу на немецком, wenn jemand nicht weiß, wer sein Anliegen oder seine Forderung in Deutsch ausdrückt, also, просто присылайте на info@kamionpro.eu. Schicken Sie das einfach auf info@kamionpro.eu. На русском языке. In Russisch. И мы для вас это все переведем. Und wir werden das für Sie übersetzen. Genau. Und wenn jemand Angst hat, sein Gesicht zu zeigen, das ist absolut okay. Der sollte trotzdem mit oder gerade deswegen mitmachen. Если кто-то боится, что увидит его лицо, это в порядке, но именно поэтому он должен принимать участие в этом. Und der kann sich ja entweder eine Sonnenbrille aufsetzen, eine Baseballmütze, einen Schal umtun. Вы можете надеть солнечные очки, бейсболку или, например, платок такой народ. Er hält sich eben so eine Maske vor das Gesicht. Или можете такую маску перед лицом. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut, wenn er das macht. Это было бы очень хорошо, если бы вы все равно так сделали, ну, приняли участие в таком случае. Und ich glaube, das ist wichtig, dass jetzt die Leute aus der Ukraine, aus Weißrussland und wo immer sie herkommen, jetzt auch so eine Aktion machen, damit man das zur Kenntnis nimmt. И я считаю, что это очень важно, чтобы водители из России, из Украины, откуда они приедут, участвовали в этой акции, чтобы люди узнали об этом и заметили. Weil wenn ihr nicht selber auch für eure Rechte eintretet, könnt ihr natürlich nicht erwarten, dass andere sich dafür groß interessieren. Потому что если вы сами не будете бороться за ваши права, вы не можете ожидать, что кто-то это будет делать за вас. Danke. Спасибо, Александр. Александр показал очень хороший пример, как можно себя скрыть. Александр hat uns jetzt ein sehr gutes Beispiel gezeigt, wie man sich verbirgt oder versteckt. Ко всем делам во времена короны.
просто можно одеть на лицо маску. Also für in Corona-Zeit kann man einfach eine Maske im Gesicht aufsetzen, eine Maske aufsetzen. Oder so. Или так, да. Я могу пропустить еще один вопрос. И, ich kann noch eine Frage stellen. Я, как я сказал, передаю микрофон Ивану. Ich übergebe an Ivan. Ivan, schalten Sie ein. Ivan. Всем добрый вечер. Меня зовут Иван. Guten Abend. Mein Name ist Ivan. Несколько групп акций протеста. Ich bin Teilnehmer in mehreren Gruppen der Protestaktion. Я хочу сейчас задать самый часто задаваемый для меня вопрос. Ich möchte die meistgestellte, für mich meistgestellte Frage stellen. Которую задавали чуть ли не каждый водитель из данной конференции и остальные водители. Die Frage wurde von fast jedem Fahrer aus diesem Konferenz und von den anderen Fahrern auch gestellt. Пожалуйста, поясните, чего именно мы добиваемся от этой акции. Bitte erklären Sie uns, was genau wollen wir mit dieser Aktion erreichen, genau mit dieser Aktion. К чему мы должны прийти? Потому что люди просто боятся, они думают, что немецкие защитники хотят развалить, разбомбить и монстров, и маленькие литовские компании просто стереть Литву в порошок. И боятся, что они просто потеряют свою работу. Was sollen wir genau erreichen? Wo sollen wir ankommen? Was ist unser Ziel? Weil viele Fahrer haben Angst, dass durch diese Aktion viele kleine litauische Firmen kaputt gemacht werden und dass Leute arbeitslos werden. Mhm. Gut. Ja, ganz wichtige Frage, will ich gerne beantworten in zwei Hälften. Важный вопрос. Я хочу ответить на него двумя, в двух частях. Also zuerst die Frage, was wir erreichen wollen. Во-первых, вопрос, что, чего мы хотим добиться. So, im Moment ist die Situation die, dass Arbeitnehmer und Firmen in Ost und West gegeneinander ausgespielt werden. В данный момент сложилась такая ситуация, что водители из Западной и Восточной Европы настраивают друг на друга, друг und против друга. Das hat nichts mit normalen Wettbewerb zu tun, sondern das sind kriminelle Machenschaften. И это ничего не имеет общего с нормальной конкуренцией, это криминальные делишки. Zumindest in vielen Fällen. По крайней мере, во многих случаях. Und die Leidtragenden sind Fahrer in Ost, aber auch in West. И страдают от этого, конечно же, водители на Востоке, но и на Западе тоже. Weil die Firmen in Deutschland oder in anderen Ländern müssen eben, die arbeiten eben mit den, nach den gesetzlichen Grundlagen weitgehend zumindest, ja. Фирмы в Германии работают по законным предписаниям в очень большом количестве случаев, конечно же. Und wir haben auch hier jede Menge Leute, die Arbeitsplätze verlieren. Und zwar jetzt nicht wegen der Corona-Krise, sondern wegen diesem illegalen Wettbewerb. И у нас здесь очень много водителей, которые теряют свои рабочие места, но не из-за кризиса корона, корона-кризиса, да, а из-за этого нелегального, из-за этой нелегальной конкуренции. Und die Leidtragenden jetzt in Osteuropa brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel darüber sagen. Haben wir jetzt ja 1,5 Stunden gehört, was die Leute hier mitmachen. Das sind einfach. Ja, ja. Sprechen Sie weiter. Das ist einfach. Ja, das sind einfach völlig unakzeptable und kriminelle Arbeitsverhältnisse und die gilt es abzustellen. И как страдают от этого водители из Восточной Европы, нам не нужно сейчас говорить, потому что мы это слышали в течение этих полтора часа. Это рабочие условия, которые, значит, противоречат всем законам, они нелегальные и очень тяжелые, и их нужно просто, эту ситуацию нужно прекратить. Und ich, wenn jetzt osteuropäische Firmen auch sich an die Gesetze halten, deswegen gehen die nicht pleite. Если восточноевропейские фирмы будут соблюдать законы, они от этого не обанкротятся. Und
was passieren wird, dass vielleicht die Frachtpreise raufgehen, aber das ist ja kein Schaden für die Firmen, sondern das ist im Prinzip gut so. И что может произойти, это то, что цены на перевозки повысятся, но от этого не пострадают фирмы, не понесут ущерба, это, наверное, даже хорошо. Und dann haben alle Firmen, genug Arbeit gibt es ohnehin in Europa, und dann haben alle Firmen ein Auskommen und die Fahrer, die haben auch die gleichen Lohn für die gleiche Arbeit. Das ist eigentlich das Hauptziel. И, значит, работе в Европе предостаточно, у фирм будет, значит, возможность заработать деньги, а водители в Восточной и в Западной Европе будут получать одинаковую зарплату за ту же самую работу. Das wäre mein Statement. Это, значит, мое высказывание. Я понял. Спасибо. Ich habe verstanden. Vielen Dank. Gerne. Пожалуйста. Андреас, у меня вышло время, к сожалению, и вообще в нашей группе. Андреас, я habe jetzt keine Zeit mehr und für unsere Gruppe. Пожалуйста, у меня есть еще примерно от 5 до 10 минут. Ich habe 5 bis 10 Minuten bis 9 Uhr. И если у вас есть еще что сказать. Wenn jemand von euch was zu sagen hat. Да, я говорю про Андреаса. Ah, okay. Also, wenn Andreas was zu sagen hat. Nicht jemand von euch. Also, Abschlusswort. Ja, Abschlusswort, gut. ja, ich danke allen Teilnehmern, dass sie Zeit gefunden haben, heute jetzt am Freitag Abend hier noch mitzumachen. Я благодарю всех водителей, что вы нашли время сегодня в пятницу вечером принять участие в этой конференции. Und wenn auch Fragen sind, die man jetzt hier nicht stellen konnte oder wollte oder später ist noch Fragen kommen. И если есть еще вопросы, которые вы не хотели или не могли задать сейчас здесь, и если у вас еще будут какие-то вопросы позже. Wie gesagt, an die info@camionpro.eu. Пожалуйста, присылайте их на info@camionpro.eu. Mit einer möglichst genauen Beschreibung auch des Problems. И, пожалуйста, опишите как можно подробнее вашу проблему. Und ich würde mich halt freuen, wenn ich von euch jede Menge Fotos bekomme. И я бы очень был обрадован, если вы пришлете мне много-много фотографий. Und wir werden auch voraussichtlich zwei Leute aus eurer Mitte am 19. in Berlin haben. И двое из вас приедут к нам в Берлин 19 числа. Die euch sozusagen auch nochmal Gesicht und Stimme verleihen. Которые дадут вам лица и голоса. Und da hoffe ich, dass wir dann die deutsche Öffentlichkeit und auch die Medien und auch die Politik und dann letztendlich natürlich auch die Polizei und diese Organisationen auch darauf sensibilisieren können, auf die Probleme. И я надеюсь, что мы найдем понимание у немецкой общественности, у политиков, у средств массовой информации и, в конце концов, у полиции и привлечем их внимание к этим проблемам. Ja, ich danke euch fürs Mitmachen und einen schönen Abend noch. И я благодарю вас за участие и хорошего вечера. Ребята, всем спасибо, вы молодцы, что пришли. Я надеюсь, что кто-то из вас или большинство из Jungs, вас получили Dank. Свои вопросы. Vielen Dank, dass ihr gekommen sind, seid und ich hoffe, dass ihr die Antwort auf eure Fragen bekommen habt. Пожалуйста, ребята, еще раз задумайтесь обо всем и поддержите себя и Андреаса в его начинании. И постарайтесь действительно найти время написать на плакате свое желание, свою мысль и прислать к Андреасу. И мы обязательно, я надеюсь, мы соберем достаточное количество фотографий для того, чтобы поехать за вас в Берлин и показать ваши требования. Ja, und bitte, Jungs, denkt drüber nach, darüber, was hier besprochen wurde, über euch und was Andreas gesagt hat und unterstützt uns bei dieser Aktion und dass wir so viele Fotos wie möglich bekommen und nach Berlin fahren und da demonstrieren können. На этом слове я заканчиваю чат. Всем спасибо, до свидания. Damit beende ich unser Chat. Vielen Dank an alle und auf Wiedersehen. Ciao. Okay, dann ausschalten.